Was hier auch kein Problem ist. Oder dass das blöd ist, weißt du, wir wollen hier die Erinnerung. Und deswegen ist es uns auch scheißegal, dass wir den Teil da nochmal machen müssen. Wo läuft denn die hin? Verbanne weißt du, das da läuft sie doch in die... aus deinem Geist, Elz. Weise den Schmerz zurück wie das Abstoßende und Verdorben. Vergessen ist eine Kunst. Ne? Und ich muss das nochmal machen. Das war knapp hier. Scheiß Viecher, ey. Boah, und dann kommen immer diese kleinen Mini-Lags da mit rein. Richtig, richtig nervig. So, hier rüber. Nicht da reinkommen. Zack, hier hin. Das ist nicht mal schwer eigentlich. Also. Es ist nervig, aber nicht mal wirklich schwer. Die Viecher looten, droppen auch bestimmt nichts. Viech, ey. Ja, spawn da hinten neu, aber ohne mich. Piss mich von hier. Den Scheiß gebe ich mir nicht. Den Scheiß gebe ich mir nicht. Ja, erstmal diesen Move, so weißt du, in die Richtung erstmal gehen und dann BAM! Pilzchen hoch, Pilzchen hoch. Bestimmt habe ich auch irgendwas auf irgendeiner Ebene vergessen, aber das ist mir jetzt scheißegal. Ich will aber nur noch weg. Drecksteil. Zack, raus mit. So. Wieder was Gescheiteres. Ach, es geht schon weiter. Gut, dann heilen wir uns erstmal. Weil wir auch so viel Schaden haben. Die Dankbaren tun wohl keine ihrer Dankbarkeit meist Gutes zurück. Neues Stage mit Fächern. Wisst ihr was? Wir halten gleich mal Ausschau nach einer Schweinsnase. Ich höre sie. Da. Das ist weit weg. Treffe ich? Nee. Da müssen wir uns erstmal ein wenig nähern. Dann glaube ich auch, habe ich die eigentlich auch nicht gehört, sondern einfach nur gerochen. Bam. Das hat jetzt alles geändert. Dann gehen wir nochmal zurück, denn da gibt es einen zweiten Weg. Einen viel cooleren Weg. Oder? Oder dann doch nicht. Na, dann machen wir es halt so. Immer alles nach Regeln spielen, ne? So. Da soll man hoch. Alter Vater. Heilige Scheiße. Ja, komm. Da kommt man nicht hoch. Da kommt man nicht hoch. Ne. Ne, da kommt man nicht hoch. Ja, ne, so ist es. Was ist das für eine Sicht? Das ist ja mega krass. Ja, voll verändert die Sicht. Man sieht die Dinger voll schlecht auf einmal. Der ist kurzsichtig geworden. Komm runter. So viel für so ein kleines Scheiß. Als Papa am Hausarrest gab, bin ich das Spalier runtergeklettert.
Der Ast ist wie eine Brücke. Dann ist es nicht mehr tief. Was? Eine unsichtbare Wand? Wir sind keine Schwestern mehr. Weißt du, nee, man hätte es nicht irgendwie einbauen können. Das ist jetzt scheiße, was? Also das ist jetzt echt beschissen. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich die nochmal zurückholen, ob ich die nochmal holen muss, die Erinnerung. So, nach einer langen Unterbrechung ist wieder da. Sorry, ne? Dass es da eine Unterbrechung gibt. Ja, es gab noch ein paar andere Problemchen. Wir müssen ja immer nur überleben. Ja, hammerchillig eigentlich. So, komm. Was willst du? Kein Challenge. So, wir gegen die Krabben nochmal. Boah, was musste man denn da machen? Dem zurückschicken, gell? So. Okay, die Kleinen, die wollen so auf. Alter. Alter! Boah, da kommt der Schildtyp her. Boah, wie die einem geben, ey. Ist ja richtig krass. Ja, ich stehe auch gerade voll im Mittelpunkt, ne? Dann machen wir das mal so. Verpissen wir uns mal ein wenig. Ja, sagst du Erfolg, einfach abhauen und wegrennen. Boah, war das schwer. Komm, Alice, nicht drüben. Ja, gib mir die Drecksfarbe. Ja, Mann. Also, nochmal kurz. Sorry, dass jetzt mal wieder eine kleine Unterbrechung war, aber... Meine Eltern sind zurückgekommen und meine Mutter hat mal wieder nicht gestört oder so. Nein, sie hat mich nicht unterbrochen und überhaupt nicht genervt oder so. Nein, nein, gar nicht. Rette dich! Mach auf, Lizzie! Lizzie! Öffne die Tür! Der Schlüssel, Lizzie! Schließ die Tür auf! Du verbrennst! Okay, so, ja. Ich glaube, ich bin gerade falsch gelaufen. Oder? Zahn. Wir wollen den Zahn haben. Auf jeden Fall. Und da hinten geht's weiter. Chillig. Oh, oh, oh. Ja, hattest du gedacht, du kriegst mich hier, ne? Aber no, Sir. Ich glaube, ich habe gleich noch eine bedauerliche Nachricht. Es geht weiter. Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh Mann. Ah, da war ich zu überfordert. Bam! Gib ich dir, ey. Dreckswespe. Alter. Ist das... So, wo ist dieser scheiß Bogenschütze? Hab ich den schon weggemacht? Kann nicht sein. Ich hab den noch nicht mal angegriffen. Ich vertraue dem Ding halt einfach nicht, ne? So. Gerade eine Taste mit Caps Lock verplant. Bam. Interessant. Okay, hilft also nicht, sich klein zu machen. Fickt einen trotzdem. Testen wir mal die Alternativmethode. Das Drecksteil draufzustellen. Ja, läuft. Ich drehe mich nicht mal mit. Epischer Realismus, sage ich dazu. So, zack hier drüber. Zack hier rüber. Bam. Alles chillig. Ziehen wir mal da dran. Geiles Kettchen. Da war eine Flasche. Ganz gesehen. Flasche. Zack mal.
Zack, meins. So, und hier war das. Uiui, da drin. Da sollte ich nicht runterfallen. Boah, war das knapp. Jetzt weiß ich nicht, muss ich da lang? Nee, von da komme ich. Von da komme ich. Also zweideutig natürlich, ne? Uiui, die fängt schon an. Da habe ich... Ich habe da keinen Bock gehabt zu warten. Für mich sah das aus, als ob der sofort anfängt. Boah, und das ist ein Time-Challenge noch dazu. 3G. Geht es wieder zu? Ja. Na, ja, machen wir gerade so. Easy. Easy. Ah, das kennen wir schon, ne? Tja. Aber bei diesem Teil würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Alice Madness Returns und ich habe eine Weile nicht hier gespielt. Müsste mindestens über eine Woche her sein. Ja, was haben wir denn? Das haben wir, gut, das haben wir. Und das haben wir. So. Das ist schon alles schön und gut. Hier geht's nicht weiter und ich denke mal, wir müssen wieder dieses Bildspiel machen, wo wir ins Bild so rein versinken. Und so in 2D so laufen müssen, ne? Die Kriegführenden, ohne Sinn und Zweck, missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer, die sie dafür hassten, dass sie anders waren. Die Invasoren verdarben die heile Welt. Die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen. Trotzdem blieben sie und versuchten, ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten. Die Eindringlinge griffen in Intervallen an, statt alle auf einmal zu töten. Ich kann ihn gar nicht angreifen. Die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht weiter. Gibt es ein schlimmeres Schicksal? So, boah, was ist in der Woche passiert? Boah, ich bin gerade so irgendwie mega sauer. Wow, das kam jetzt drastisch. Boah, ich habe gerade so aus Langeweile mal wieder eine Runde gezockt. Black Ops 2. Und ich muss sagen, also, das sind ja solche Wichser manchmal, die so räudig sind. Ui, da kann man durchbrechen. Deswegen kann es sein, dass ich ein paar Ausraster hier kriege, wenn ich zu oft sterbe. Aber, wie gesagt, alles nichts gegen das Spiel, sondern es liegt an einem anderen Spiel. Oh, Fick-Spiel. Oh mein Gott. Wie sollen wir das denn schaffen? Ganz einfach mit springen, weil die Alice einfach so mega geil abgeht. Geile Zuchtstute. Okay. Ah, für sich aufsammeln. Also sammeln die einfach auf und dann kriegen wir die Zähne, die da drin sind. Und mir ist aufgefallen, wir haben mega viele Zähne. Bam, bam, bam. Ja, Mann. So geht das, so geht das. Ah ja, ich habe jetzt letztens damit angefangen, Albtraummodus zu spielen. Also Alice Madness Returns im Albtraummodus. Und ich muss sagen, wer es auch schon mal gespielt hat, der weiß, glaube ich, wie hart ich gelitten habe. Okay. Also der weiß, wie oder die weiß, wie hart ich gelitten habe. Denn im Albtraummodus das zu spielen ist, wie der Name es schon sagt, ein Albtraum. Die ziehen so mega viel. Und ich habe mir gesagt, für die, die es wollen, für die, die den Albtraummodus noch nicht kennen, hallo. Ja, gut, ich kann gerade nichts machen. Ja, ist halt einfach verreckt gerade, ne? Ja, wir wollen fortfahren. Ich weiß nicht, an was sie verreckt ist. Aber sie ist an irgendwas verreckt, was wohl nicht gut war. Vielleicht die Pflanze in dem dran, ich weiß es nicht. Aber kann sein, dass irgendwie so ein Bug das war und dann... Die